Ja, hallo und willkommen bei Osnabal TV. Damit ich hier nicht den Alleinunterhalter mimen muss, habe ich mir natürlich wieder einen Gast eingeladen. Ich freue mich, dass Mike Walpurgis, Trainer von Sportfreunde Lotte, sich heute Zeit genommen hat. Hallo Mike. Grüß dich, hallo. Mike, du bist jetzt im 5. Jahr Trainer bei den Sportfreunden aus Lotte. In der Zeit hat sich ja strukturell in dem Verein sehr viel verändert, was man so von außen mitbekommt. Das geht doch wirklich nur mit absoluter Leidenschaft und mit einem, ja, gesunden Teamgeist, oder? Also absolut. Das sind, denke ich, die richtigen Begriffe für die Sportfreunde Lotte. Gerade was Leidenschaft angeht, was Teamgeist angeht. Das waren auch meine ersten Eindrücke, die ich damals vom Club bekommen hatte. Ich habe damals mit Manfred Wilke intensive Gespräche geführt, genauso wie Klaus Bienemann, der damals noch tätig war. Und da hat man schon gesehen, dass in dem Verein doch eine positive Stimmung herrscht und dass dort auch positiv Verrückte am Werk sind. Und Manfred Wilke habe ich ja jetzt über die Jahre kennengelernt. Der ist natürlich der Macher vor Ort, der extrem viel Einsatzbereitschaft einbringt, Visionen hat und diese natürlich versucht, mit dem gesamten Team, mit dem Vorstand, aber auch mit dem gesamten Team drumherum, diese Vision natürlich auch umzusetzen. Und ich denke, dass es jetzt auch mittlerweile sportlich sehr gut gepasst hat, sodass wir auch dort im Sport konstant gute Leistung gebracht haben. Ja, Manni Wilke ist sicherlich der Vorreiter der positiv Verrückten, oder? Auf jeden Fall, also wenn man ihn sieht, mit welcher Leidenschaft, mit welchem Engagement er tagtäglich arbeitet, ja, da können sich sicherlich einige eine Scheibe davon abschneiden. Das ist sensationell. Jetzt gerade vor dem Spiel Fortuna Köln war er der Antreiber, der es geschafft hat, dass der Platz frei gemacht wurde. Und dann ging es morgens um 8 los. Und ja, ich habe mir sagen lassen, dass sie nachts um 3 Uhr fertig waren. Respekt. Mike, ihr habt Jahr für Jahr habt ihr einen starken Kader. Warum gebt ihr euren Spielern nur in Anführungsstrichen Einjahresverträge? Besteht da nicht die Gefahr, dass die Spieler dann einfach viel zu schnell wieder weg sind oder sich zu schnell für andere Vereine entscheiden? Warum ist das so oder soll das so? Ja, wir diskutieren natürlich auch über diese Thematik intern, gerade weil wir zu Beginn dieser Saison natürlich auch die Erfahrung gemacht haben, dass uns sehr viele Spieler und sehr viele Leistungsträger verlassen haben. Und da müssen wir sicherlich auch noch dran arbeiten und das optimieren. Ich denke, dass wir gerade in den nächsten Wochen auch Gespräche aufnehmen müssen mit aktuellen Leistungsträgern, um diese Erfahrung, die wir im Sommer gemacht haben, nicht wieder zu machen, dass wir ja Anfang Juni dastehen und nur 3 Spieler unter Vertrag haben. Ich denke, dass wir uns da auch optimieren müssen, aber das ist auch bei uns natürlich ein regelmäßiger Optimierungsprozess und ein Entwicklungsprozess und da werden wir jetzt auch in den nächsten Wochen rangehen und versuchen, diese Dinge natürlich auch voranzutreiben. Du hast es schon angesprochen, gerade in der letzten Saison haben euch viele Spieler verlassen. Das war schon extrem, ne? Ja, im Sommer war es extrem. Es ist natürlich so, dass wir durch den verpassten Aufstieg natürlich auch nicht, ja, wir hatten zwar sportlich gute Argumente, aber die wirtschaftlichen Argumente zählen natürlich in der heutigen Zeit auch sehr viel. Und da mussten wir gegen Teams agieren, die einfach andere Voraussetzungen und ganz andere Möglichkeiten hatten. Und insofern ist uns das schwer gefallen und dann haben wir natürlich auch wichtige und entscheidende Leistungsträger verloren vor der Saison. Und das war nicht ganz so leicht, auch jetzt wieder eine sehr gute Mannschaft aufzubauen. Ich muss noch mal kurz auf die Verträge kommen. Wäre es nicht wirklich sinnvoll, den Zweijahresverträge zu geben, damit man so ein bisschen sicherer planen kann? Also ich denke, wir müssen da schon einen Mix eingehen zwischen ein, zwei, drei Jahresverträgen. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass man Spieler erstmal intensiv kennenlernt, dass die Spieler auch den Verein kennenlernen und wissen, wie gearbeitet wird. Ich glaube auch, dass mittlerweile viele Spieler wissen, was sie an den Sportfreunden haben. Man sieht das an einigen Spielern, die auch Leistungsträger bei uns sind, ob das ein Markus Fischer ist, ob das ein Benny Wingerter, ein Tim Gorschüter ist, ein Basti Görissen, die ja nun auch schon lange da sind. Ich glaube, dass diese Jungs auch wissen, was sie an uns haben. Und wir müssen einfach schauen, dass wir auch frühzeitig unsere Leistungsträger wieder binden und gemeinsam mit den Jungs natürlich dann auch den Weg nach oben gehen, wo die Jungs natürlich auch hinwollen. Ja, da können wir gespannt sein, wie es weitergeht bei euch.
Du machst ja gerade im Rahmen deiner Ausbildung zum Fußballlehrer, hast du ein Praktikum gemacht bei Twente Enschede. Das ist ja nun sehr bekannter und ein interessanter Verein. Was nimmt man denn da mit, wenn man da so ein Praktikum macht über 8 Wochen, wie du mir erzählt hast? Da nimmt man doch einiges mit nach Lotte, oder? Auf jeden Fall. Also gerade im Rahmen der Fußballlehrerausbildung war das natürlich schon eine tolle Erfahrung. Steve McLaren ist dort Trainer. Der hat ja nun enorm große Erfahrung. Er war Co-Trainer unter Sven-Göran Eriksson. Er war Co-Trainer bei Manchester United und war selber natürlich auch 2 Jahre lang Cheftrainer der englischen Nationalmannschaft. Bringt da so ein unglaubliches Wissen mit. Und das hat man dort gesehen, dass er seine Mannschaft sehr, sehr gut führt, dass alles durchstrukturiert ist. Er hat ein sehr gutes Trainerteam, unter anderem mit Juri Möller, den man ja auch hier in Deutschland gut kennt. Und da hat man viel mitnehmen können. Ich war im intensiven Austausch mit den Trainern, mit den Verantwortlichen. Und dann ist es natürlich immer wieder interessant zu sehen, auch wie dort gearbeitet wird, dass man die eigene Arbeit reflektiert, dass man nochmal kleine Dinge wieder verbessert. Sind jetzt keine großen Dinge, die da den Unterschied machen, aber es sind dann doch noch kleine Dinge, an denen man arbeiten kann und dementsprechend sind es natürlich tolle Erfahrungswerte. Das habe ich auch schon gelernt. Im Fußball entscheiden manchmal Kleinigkeiten, Spiele oder sonstige Sachen, das stimmt. Also für dich hast du definitiv, für dich als Trainer, du entwickelst dich ja auch weiter. Das konnte man ja auch so die letzten Jahre auch beobachten, wenn ich dich da an der Linie so sehe, deine Anweisungen und so. Und ich weiß, glaube ich, so ein bisschen, wie du arbeitest, entwickelst dich natürlich auch weiter. Da nimmt man für sich selber also auch eine Menge mit, ne? Auf jeden Fall. Also ich versuche natürlich jedes Jahr gemeinsam mit meinem Trainerteam unser Konzept weiterzuentwickeln, unsere Details zu verbessern. Und ich glaube, dass wir uns jedes Jahr kontinuierlich entwickelt haben und dass das Ende der Entwicklung noch nicht erreicht ist. Und ja, das hängt natürlich sehr viel auch mit Selbstreflexion zusammen, dass man intensiv sich fortbildet in sämtlichen Bereichen. Und gerade die Fußballlehrerausbildung beim DFB ist natürlich auch sehr, sehr hochwertig. Frank Wormuth als Ausbilder macht dort einen super Job und da nimmt man natürlich auch immer wieder noch wichtige kleine Puzzlestücke mit, die einem vielleicht vorher auch gefehlt haben. Ja, stelle ich mir auch sehr interessant vor. Mike, du und dein Team, ihr liefert schon lange gute und konstante Leistungen ab. Was meinst du, warum finden trotzdem nicht mehr Zuschauer den Weg zum Lotterkreuz in das kleine schmucke Stadion zu euch? Woran liegt das wohl? Was meinst du? Ja, ich glaube, dass wir in Lotte auch noch, was Zuschauer angeht, noch am Anfang einer Entwicklung sind. Ich denke, dass wir schon gute Voraussetzungen haben, auch für Zuschauer. Zuschauer kommen ins Stadion, um attraktiven Fußball zu sehen. Zuschauer kommen ins Stadion, um sich mit der Mannschaft zu identifizieren, um eine Mannschaft zu sehen, die auch mit größtem Engagement und größter Leidenschaft spielt. Und ich denke, die Voraussetzungen bieten wir. Wir haben uns in den letzten Jahren kontinuierlich in kleinen Schritten entwickelt, was Zuschauerzahlen angeht. Wir haben natürlich auch die Spitzenspiele in diesem Jahr noch in Lotte, sodass unsere Zuschauerzahlen auch in diesem Jahr noch weiter nach oben gehen werden. Und ich glaube, dass wir uns kontinuierlich dort weiterentwickeln. Dass es immer mehr Leute aus der Region gibt, die sagen, ja, bei den Sportfreunden, da wird gut gearbeitet, das ist ein interessanter Fußball, der da geboten wird. Und das schaue ich mir mal an und ich denke auch, dass sich das in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Also ich bin ja nun auch oft da bei den Spielen und ja, muss sagen, manchmal hätte ich mir bei den Spielen locker mal eben 500 Zuschauer mehr gewünscht. War nicht so. Schade, oder? Auf jeden Fall. Also die Mannschaft hat da auch noch mehr Zuschauer verdient. Aber das ist einfach auch, wie ich sagte, das ist ein Prozess, an dem wir arbeiten müssen. Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir sportlich weiter mit unserer Präsenz, mit unserer Leidenschaft auf dem Platz, mit unserer Zielstrebigkeit die Leute auf den Rängen begeistern müssen. Und dann spricht es sich immer weiter rum, dass es Spaß macht, zu den Sportfreunden zu gehen, dass es ein Event ist. Und ich denke, dass dann der eine oder andere begeistert nach Hause geht und auch dann den Nachbarn, den Freund auch das nächste Mal mitbringt und dass wir dadurch auch eine kleine Kettenreaktion und vielleicht auch ein paar Multiplikatoren dann bei unseren aktuellen Zuschauern haben werden.
Also uns vom Osnabrück-Team macht es auf jeden Fall Spaß, immer wenn wir bei euch im Stadion sind. Wir kommen weiterhin, kannst mal sicher sein. Vielen Dank. Kein Problem. Aktuell in der Saison konntet ihr bislang nur ein Spiel bestreiten. Das letzte Spiel in Düsseldorf ist ausgefallen. Das Spiel, was ihr bestreiten konntet, war ein besonderes Spiel, denke ich, für Lotte. Zu Hause gegen Fortuna Köln. Das wurde auch noch 2-0 gewonnen und es wurde live auf Sport 1 gezeigt. Das war schon ein besonderes Erlebnis für Lotte, oder? Auf jeden Fall. Also es war ein Spitzenspiel gegen den direkten Konkurrenten Fortuna Köln. Und gerade ein Live-Spiel auf Sport 1 war für die Spieler das Besondere. Es war eine Belohnung für die erfolgreiche Hinserie. Und wir haben nicht unbedingt den besten Fußball gespielt. Die Platzverhältnisse haben da auch nicht so viel zugelassen. Trotzdem, ich denke, haben wir ein großartiges Tor gesehen von Amir Shahbazadeh, der ja wieder ein unglaubliches Tor schießt. Also alle seine Tore sind ja enorm sehenswert. Und auch das war natürlich ein besonderes Tor. Und vielleicht haben wir auch mal Glück, dass auch mal solche Tore in die Auswahl zum Tor des Monats kommen. Und ja. Insgesamt ein tolles Erlebnis, 2-0 gewonnen. Das war das Entscheidende neben der Live-Übertragung. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist einfach Spektakel, wenn dann auch das Fernsehen noch damit spielt. Das ist schon was Außergewöhnliches, ne? Ja, also auf jeden Fall. Fernsehen war da. Wir hatten, glaube ich, in der Spitze 400.000 Zuschauer. Und das ist natürlich auch was Besonderes. Ja, schön. Mike, wir kommen so langsam zum Ende. Ihr habt am Samstag ein Heimspiel gegen Bergisch Gladbach. Was können wir von den Sportfreunden Lotte noch erwarten, generell? Also die Mannschaft macht im Moment einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich sehe die Jungs ja jeden Tag im Training und sie sind extrem motiviert, geben Gas in jedem Training, entwickeln sich und versuchen sich zu optimieren. Sind sehr intensiv, auch neben fußballerischen Dingen, in Kraftbereichen, im Stabi-Bereich aktiv. Also die Mannschaft arbeitet sehr, sehr gut und intensiv. Deswegen glaube ich, dass wir am Wochenende auch sehr gute Möglichkeiten haben, wenn wir unsere Leistung wieder auf den Platz bringen, wenn wir wieder mit großer Leidenschaft spielen, dass wir auch zu Hause gewinnen können. Und das ist natürlich unsere Zielsetzung. Trotz dessen müssen wir natürlich sagen, wir haben im Hinspiel gesehen, dass Bergisch Gladbach eine sehr gute Mannschaft hat, die sehr aggressiv spielt, die sehr schnell in die Spitze spielt. Wir haben dort kurz vor Schluss erst 2-1 gewonnen. Und ich erwarte ein ähnlich schweres Spiel jetzt am Samstag in Lotte. Ja, kurz vor Schluss, den Siegtreffer wird ja auch diesmal reichen, ne? Auf jeden Fall. Mike, vielen Dank fürs Gespräch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wir werden auf jeden Fall Samstag dabei sein, wie immer. Und euch zu Hause viel Spaß beim Gucken und bis zum nächsten Mal. Danke.